Damit heiße ich euch herzlichst willkommen zurück. Eine Runde Hand-Showdown. Im Solo natürlich. Wieso? Oh, was eine Nacht. Klassiker, auf den Schienen aufwachen. An einer richtigen Party, ne? Geschlafen wird da, wo man umfällt. Oder wo andere Leute einen hinlegen. In diesem Fall auf Schienen. Ich sollte mir Gedanken darüber machen. Ja, genau, so sehe ich das auch. Ich habe quasi eine Trap ausgelöst. Das war so eine Art Überraschung. Ja. Was? Das ist nicht gut. Keine Ausdauer, deswegen. Gibt es in diesem Spiel auch Waffen? Jetzt mal ohne Scheiße. Was ist das hier? Was soll das? Ist das auch eine Kleine? Es ist auch eine Kleine. Was soll das? Das ist auch eine Kleine. What? Das ganze Areal ist nur Kleine? Noch eine Kleine, was soll denn das? Das habe ich noch nie erlebt. Okay. Game. Verstehe. Wir spielen dann heute auch schwer. Wir bleiben einfach im Nahkampf. Links alles voll mit Gegners. Und da drin ist auch alles voll mit Gegners. Perfekt für uns. Der ist da, aber super mit weg. Und dann.
mir jetzt hier nicht leisten, 10 Jahre darauf zu warten, dass er vorbeikommt. Und tschüss, Boy. Hey. So, wo geht's weiter? Uff. Es geht in erster Linie immer noch darum, die Clues zuerst zu sammeln. Der alle 4 kriegt, kriegt die dicke Kohle. Habe ich hier nicht gerade ein Supply-Boot gesehen? Ausrüstung ist nicht nur ein bisschen semi, sondern semi-kacke. Und wenn ich sage semi, dann meine ich nicht semi. Sondern voll dolle. Risky business. Sehr risky. Fit Marksman. Zimmer ist doof. Ich kann noch mal da drüben gucken in dem Holzwitz hin. Ich glaube, das Supply-Boot, wenn ich es tatsächlich gesehen habe, wäre die beste Alternative gewesen. Ja.
Okay, gucken wir mal, ob wir den links kriegen. Einmal Open Field. Zu weit vorgezielt und gegen die Mauer geschossen. Es kommt dann noch einer von hinten. Na links oder rechts? Muss nicht. Wie viel Säbel? Ja moin. Gewonnen! Oh, manchmal, ne? Das Ding ist, ich dachte, er wäre immer noch oben. Er ist die Leiter hochgegangen in diesen kleinen Raum und ich wollte da oben eigentlich Dynamit reinschmeißen. Man kann die Leiter hoch und ist in einem Dachstuhl, wo du nur von außen rein kannst. Eieieiei. Habe ich aber noch, ich habe noch meinen Schuss gekriegt, ja. Ich habe noch meinen Heading gekriegt. Oh, den ich davor versaut habe, mit dem Vorzielen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Wollen wir kurz nachschauen, was hat er denn gekriegt? Das würde mich noch interessieren. Schlitz. Der muss aber komplett an der anderen Seite der Karte gewesen sein noch, beim Looten. Wahrscheinlich der in der Festung, der noch nach mir gesucht hatte. Ah, so, ich glaube, ja, drei Clues hatten wir, ne?
Das überspringen wir mal. Zwei Leute gekillt, das haben wir gerade eben noch gesehen. So. 75 Kopfgeld. Ja, 25 haben wir noch rausgeholt von dem Rest der Quelle. Das ist ja quasi die Lore der ganzen Geschichte. Ne? Also wir sind ja verdammte Seelen und es gibt die Möglichkeit, eine heilende Quelle zu sammeln, welche unsere Seele vor dem Höllenfeuer bewahrt. So. Das Bild ist cool. Aber gucken wir mal kurz nach. Jägersmänner. Oh, das. Oh, wenn ich ihn sehe, ne? Oh, das stört mich so. Gestern mit Johnny gespielt. Und souverän gewonnen. Also wirklich eine insane geile Runde. Er zwei Kills, ich zwei Kills. Und wirklich. Oh, das war so spannend. Das ist das, was ich an Hans so mag. Ja, das sage ich jetzt mal so. Dieser Adrenalinschub beim Fighten. Es war einfach insane spannend, dass ich habe meinen eigenen Puls gespürt, ne? Ah, Johnny tot, einer vom gegnerischen Team tot, ja, wunderbarer Dynamitkill, ja, schön gekocht und dann in der Luft über ihm explodiert, ach mein Gott. Ja, und ich habe seine Leiche bewacht, habe sie angezündet, er konnte sie löschen, ist dann wieder auf Distanz gegangen mit seiner Libelle. Story ist aus dem Solo-Queue quasi jetzt mal. Er ist dann wieder auf hohe Distanz gegangen mit der Sniper. Und ich habe mich wirklich so positioniert, dass er Schwierigkeiten hatte, mich zu sehen. Und es war so spannend. Er ist immer wieder hin und her gelaufen. Immer nochmal hin zur Leiche, hat er nochmal nachgeguckt. Er hat wirklich gut gespielt. Oh, und wirklich in der letzten Sekunde beim Retzen habe ich ihm den Heading gedrückt und damit haben wir die Runde gewonnen. Super geil, habe leider nicht auf Aufnahme gedrückt, sondern Aufnahme abbrechen von der vorigen Runde. War wieder gut, ja, habe ich euch nochmal eine kurze Story erzählt. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz den Jägers an. Allgemein, ich habe noch eine andere gelöscht, wo ich immer noch kotze, weil ich sie nicht beschriftet hatte. Die Guts haben wir aus. Oh, Zwilling. Seid ihr verwandt? Nein, seid ihr nicht. Was haben wir hier? Einmal Geier, also wir können die Sachen looten, die bereits gelootet sind. Wir können Scharfschützenvisierung nach Abfeuern eines Schusses mit einem Repetiergewehr. Das wäre, ja doch, die Karabiner zum Beispiel. Oder eine Mosin oder dergleichen. Bleibt Kim und Korn. Aber das sind sehr, sehr, sehr gute Perks. Ja. Die könnte zum Beispiel, ja doch. Ach, Kim und Korn. Also alles ohne Visier bleibt. Also er lässt dann quasi das Gewehr an der Schulter. Jetzt nimmt er es von der Schulter, lädt danach und visiert danach wieder an. Also es ist um einiges besser. Sehr schnelles Nachladen, spart sehr viel Zeit. Ja. Den haben wir rausgeholt, können noch 6 Punkte vergeben. Mal gucken, was wir aus dem machen. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, hoffe sehr, dass es euch unterhalten hat. Nicht das Däumchen vergessen, ihr wisst, wie das mit dem Algorithmus läuft. Und es findet sehr, sehr viel Anklang. Das Hand bei uns. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe sehr, dass es euch unterhält, so wie gespielt wird. Ich verabschiede mich. Und wir müssten uns, wenn wir denn noch ein gutes Video zusammenkriegen, Sonntag wiedersehen. Im Du. In diesem Sinne. Euer Midnight. Ciao.